Hallo, ich bin Philipp Haas von Investor Search und in diesem Video möchte ich euch die 5 Aktien präsentieren, die ich in meinen Wikifolios im Februar für den März 2024 gekauft habe. Ist, glaube ich, eine ganz nette Mischung und es gibt auch die Berechnung nach dem fairen KGV 2.0. Kann man sich das Video hier auch zu anschauen, wobei die ersten zwei eher, würde ich sagen, Aktien sind mit High-Potenzial, wo sich das Umfeld verbessert und die Schätzungen vielleicht zu niedrig sind und die jetzt auch profitabel sind, was sie davor nicht waren. Meine Wikifolios findet man auch im Video verlinkt, kann man sich selber anschauen, ist alles nachvollziehbar transparent. Die erste Aktie mit dem geringsten Aufwärtspotenzial, aber ich glaube hier gibt es ein gewisses High-Potenzial. Wir sehen, der Chart hat sich verbessert, wäre Robinhood. Die entwickeln sich jetzt weiter von einem reinen Neo-Broker, ähnlich wie bei uns auch Trade Republic. Also Trade Republic ist ja eigentlich die Kopie von Robinhood. Sagen sie nicht so direkt, aber das ist schon so. Und die entwickeln sich auch zu einer vollen Bank. Aktie ist dafür, wenn man sagen, 15 Milliarden Market Cap. Ja, ist immer die Frage, wie groß der Markt ist, den sie disrupten. Und wenn man sich die JP Morgans etc. anschaut, die sind auch für Kundensicht relativ teuer. Und der Markt ist gigantisch groß und die haben da die Marke, die natürlich während dem Meme-Stock so ein bisschen auch gelitten hat. Aber man merkt selber jetzt, ne, wir sehen, einige Aktien ist schon wieder ein bisschen Hype da. Davon profitieren sie natürlich auch. Auch von den hohen Zinsen profitieren sie, da verdienen sie mehr. Aber die Fantasie ist hier halt, dass sie es wirklich halt schaffen, zu einer kompletten Online-Bank zu werden, was immer mehr Leute nutzen, weil sie einfach günstiger sind und sie denken da, glaube ich, schon recht langfristig. Und das Zweite wäre auch ein bisschen ähnlich, das wäre die Sofi, die, sage ich mal, Zielgruppe so Akademiker haben, also Robinhood, sage ich mal, ist eher auch so der Einsteiger, Zocker, sie haben ein bisschen umfassenderes Angebot noch, sind jetzt auch profitabel und haben auch eine gleiche Mission, ja, das sind so die zwei Wetten, glaube ich, beim Fintech-Bereich wird es eine Bereinigung geben, da gibt es zu viele Anbieter in den USA und nach dieser Krise, ich glaube, kommen diese Anbieter dann gestärkt darauf hervor, Kundenzufriedenheit ist sehr, sehr hoch. Und ich glaube, hier ist auch ein ordentlicher Hebel bei hohem Wachstum mit jetzt auch Profitabilität. Hier können auch die Schätzungen zu niedrig sein. Ja, die zwei zusammen, ähnlich wetten wie Tesla gegen Automotive oder Amazon gegen Einzelhandel, ist nicht so viel, wenn man sich die Marktgröße anschaut. Wem das jetzt ein bisschen zu growth-lastig und ein bisschen zu spekulativ ist, gibt auch eine gute Mischung. Eine Aktie, die auch stark in den USA ist, aber eine deutsche Aktie ist und vielleicht ist das auch eine Erklärung, warum der Aktienkurs da ist, wo er ist, nämlich HelloFresh. Das Hauptgeschäft ist in der USA, ist meines Wissens einer der ganz wenigen Beispiele, dass es mal eine deutsche Firma erfolgreich in der USA geschafft hat und auch einen amerikanischen Gegner ausgeschaltet hat. Sind einige Short-Seller drin, ich würde sagen bei dem aktuellen Niveau haben wir hier ein KGV von um die 11, vielleicht passiert da nochmal irgendwie was. Sie haben zuletzt einen Ausblick gegeben, der irgendwie durch Einmaleffekte belastet ist. Aber die große Rezession bleibt ja anscheinend aus in der USA und das Thema gesunde Ernährung ist, denke ich, auch ein Dauerbrenner, auch wenn ja, man irgendwie mit Novo Nordisk auch abnehmen kann. Ich glaube, es geht darüber hinaus und sie haben einen sehr, sehr guten Zukauf gemacht mit Factor, Ready-to-Eat-Sachen und ich bin wirklich halt auch beeindruckt, wie die es operativ hinbekommen haben. Habe die Aktie auch schon beim IPO gesehen. Und fand die A teuer und B auch immer die Gedanke, was macht irgendwie Amazon in dem Bereich, aber sie sind da der Category Leader, haben da eine starke Marke und 2 Milliarden erscheint da nicht so viel für so ein doch wiederkehrendes Geschäftsmodell mit auch zunehmendem Skalenvorteilen so beim Einkauf. Eine Aktie, die jetzt seit dem Einstieg schon gut funktioniert hat, die haben Zahlen gebracht, wäre Li Auto. Das ist so nach der BYD, so der zweiterfolgreichste Elektromobilhersteller in China, habe ich ja auch zuletzt in meinem Video 10 Elektroauto-Aktien China vorgestellt. Aber natürlich auch nochmal ganz wichtig hier der Hinweis, ich bin indirekt in allen diesen Aktien investiert. Daraus können sich Interessenskonflikte ergeben. Das hier ist keine Anlageberatung, Anlageempfehlung. Wachstum hier ist extrem hoch, wird natürlich abflachen, aber sind auch schon anders als Konkurrenten profitabel. Bringen jetzt ihr erstes reines Elektroauto auf den Markt, wollen ja noch mehr Modelle bringen. Marke ist bekannt und international wollen sie auch gehen.
für das Wachstum ist die Bewertung auch. War natürlich, sag ich mal, vor den Zahlen nochmal attraktiver, aber ist immer noch in Ordnung. Und was für die Deep Value Leute, hier eine Aktie mit einem KGV von um die 1, Lexin Fintech, auch andere Konkurrenten von so Online-Kreditanbietern, sind ähnlich günstig, während irgendwie im Westen Firmen wie Klarna oder Affirm Holdings Wahnsinnsbewertungen haben. Ja, die machen auch sowas in diesem Bereich, zumindest nicht so weit weg. Ja, ich mache Kredite online, habe einen Kreditalgorithmus, manchmal auch solche Installment Loans und hier traden die für irgendwie einen Bruchteil des Buchwertes und irgendwie 1er KGV. Und ich denke, klar sind es zyklische Businesses, da ist aber das regulatorische Risiko, glaube ich, jetzt auch durch. Und ein 10er KGV kann man ja schon mal ansetzen. Und da gäbe es natürlich ein sehr, sehr großes Aufwärtspotenzial. Aktie war auch mal da oben. Aber wie so immer bei kleineren China-Aktien ist das natürlich spekulativ. Aber das ist eine, wo ich sagen würde, auch mit einer hohen Dividendenrendite kommt auch was bei den Aktionären an. Aber nochmal der Hinweis, alles keine Empfehlung. Das waren also die 5 Aktien aus den Wikifolios. Welches davon ist eure Favorit? Gerne kommentieren. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen. Und wenn das Video gefallen hat, natürlich gerne liken und dem Kanal beitreten. Und vielleicht ist ja auch ein Wikifolio oder der Fonds was für dich, der unten verlinkt ist. Ciao, bis zum nächsten Mal.